Es ist 7:45 Uhr, Tag 3 der Tour. Ich bin bei Kilometer 440, also heute schon knapp 30 Kilometer, 27 Kilometer weit gefahren. Ging jetzt aber gut zu fahren, es war viel am Kanal entlang, auch viel eben, gute Wege. Bin da wirklich sehr gut vorausgekommen. Ja, hier ging es jetzt gerade noch mal über so eine Felsformation rüber. Und ja, da geht es wieder runter jetzt hier. So, alles okay. Ich habe nur ein Riesenproblem mit meinem Knie. Ich kann mein Knie momentan nicht mehr beugen. Ohne Schmerzen. Es fing heute Nacht schon an, als ich im Schlaf meine Beine abends anwinkeln wollte. Es hat so unheimlich viel weh getan. Und jetzt gerade geht gar nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das kommt gestern von dem vielen Wiegetrittfahren, weil ich auch nicht mehr sitzen konnte. Ich weiß auch nicht, ob es hilft, mir eine Salbe zu besorgen in der Apotheke, die Stelle einzucremen. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ich glaube, meine einzige Chance, es nicht abbrechen zu müssen, ist, mein Tempo wirklich stark zu reduzieren, einfach langsam zu machen. Ich wollte schon sagen, einfach ein paar Stellen zu schieben, aber schieben ist ja viel schlimmer wie fahren momentan. Ich weiß nicht, also ich glaube, bis zum Checkpoint sind es jetzt noch 15, 20 Kilometer. Da werde ich jetzt langsam hinradeln und dann werde ich überlegen, was ich mache. Also wenn es nicht besser wird, wenn ich überlege, was alles noch vor mir ist, wie viele Höhenmeter und wie viele schwere Passagen, wo man auf jeden Fall schieben muss. Boah, ich weiß nicht, ey. Sowas habe ich noch nie gehabt. Schon mal Knieschmerzen, aber nicht so stark, wirklich. Selbst gehen, aktuell eine absolute Katastrophe. Ich versuche jetzt gerade mit den Übungen meine Knieschmerzen etwas zu mildern. Weiß nicht, ob das was bringt, aber ich probiere alles, was mir irgendwie einfällt, was man machen kann. Meine Armlinge, Beinlinge habe ich jetzt auch wieder ausgezogen. Es wird doch langsam warm. Es ist zwar erst 7:45 Uhr, aber so kalt die Nacht war, aber ich glaube, heute gibt es einen heißen Tag. Wir haben bestimmt schon über 20 Grad hier in der Sonne. Ja, die Nacht übrigens war erwartungsgemäß schlecht. Was vielleicht auch daran lag, dass ich richtige Knieschmerzen hatte. Ich habe es eben schon gesagt. Aber es ist tatsächlich auch sehr, sehr feucht, sehr klamm gewesen. Ich habe das gestern Abend noch gemerkt beim Aufbauen, dass die Sachen schnell anfangen feucht zu werden. Und ich habe mir dann zwischen Strohbein und dem Fahrrad, also das Fahrrad hatte ich dann umgelegt und habe meine Unterlegmatte, sage ich jetzt mal, habe ich so als Tarp benutzt, habe die zwischen Fahrrad und dem Heuballen gespannt. Und da war zumindest bis auf den Fußteil war ich einigermaßen verdeckt. Und das Ding war heute Morgen auch klitschenass, aber der Schlafsack war dafür trocken. Bis auf den Fußbereich, der war nass. Ich habe das zwar versucht, durch Anwinkeln der Beine auch unter diesen Bereich zu bringen, der überdeckt war. Aber wie gesagt, Schmerzen ohne Ende im Knie. Also wenn ich das gemacht habe, bin ich jedes Mal wach geworden. Entsprechend habe ich auch super schlecht geschlafen. Also ich war so oft wach. Ich bin so oft wach geworden. Und heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und um 5:45 Uhr los. Ja, wie gesagt, abhitzen brauche ich mich jetzt gar nicht mehr. Ich werde jetzt hier in der Ruhe noch was essen, ein bisschen was frühstücken. So ein Twix oder sowas. Und dann gucke ich mal, wie weit es bis zum nächsten Checkpoint ist. Aber ich schätze mal, 15, 20 Kilometer müsste ich da sein. Da gehe ich jetzt erstmal ganz, ganz gemütlich hin und schauen, was ich mache. Mal auf Komoot nachgeschaut. Ich zoome jetzt mal kurz rein. Ich bin da, wo der blaue Punkt ist. Und ich weiß gar nicht, welche größere Stadt in der Nähe ist. Da oben ist auf jeden Fall Rennes, wo ich mit dem Zug hingefahren bin. Und unten kommt Nantes.
Ja, ich habe jetzt mal geschaut, ich bin jetzt. Hier bin ich jetzt ungefähr bei Kilometer 205. Es sind aber 255 Kilometer. Das ist doch noch 50 Kilometer jetzt bis zum Checkpoint. Doch noch ein ganz schönes Stück. Es geht auch jetzt langsam. Es geht langsam wieder ein bisschen bergauf. Also nicht so stark wie vorher. Also ein paar Höhenmeter kommen jetzt noch. Die stehen jetzt an. Also werde ich mal ganz langsam hochfahren. Bin 10 Kilometer weiter bei Kilometer 450. Ich habe hier ein kleines Städtchen erreicht. Da drüben gibt es eine Bäckerei. Da habe ich mir jetzt eben ein Baguette gekauft. Belegt mit Schinken und Käse, zwei Croissants. Fahrradladen gibt es auch da vorne. Ja, also ich muss sagen, Auf- und Absteigen vom Rad geht mittlerweile gar nicht mehr. Ich brauche richtig lange, um vom Rad abzusteigen. Habe dabei richtig Schmerzen. Ich habe jetzt mal hinten am Reifen den Luftdruck nochmal verringert, dass ich einfach, ja, wenn es holpriger wird, dass ich einfach sitzen bleiben kann, trotz meiner Beschwerden am Hintern. Aber ich muss heute echt vermeiden, in den Wiegetritt zu gehen. Und wenn es irgendwie bergauf geht, werde ich auch versuchen, nur mit dem anderen Bein, mit dem linken Bein zu treten, die Kraft aufs Rad zu bringen, weil wenn es nicht besser wird, dann habe ich keine Chance, das hier zu Ende zu fahren. Also ich versuche das weiter zu schonen jetzt hier, fahre zum Checkpoint 1, egal wie lange ich dafür brauche, sind jetzt noch, dürften jetzt noch so 40 Kilometer sein. Geht es aber nach dem Ort direkt wieder in die Berge rein, in den Hügel rein. Und wie das auf Komoot ausschaut, auch ja, so eine Art Single Trails. Mal gucken, wie ich da durchkomme. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Ich habe jetzt eben festgestellt, dass mein Sattel etwas abgegangen ist. Ich hatte den ja, war das gestern? Nee, vorgestern hatte ich den ja ein bisschen hochgestellt. Um 2-3 mm. Ja, der ist wieder runtergegangen. Vielleicht ist das ja der Grund, warum ich Knieschmerzen bekommen habe. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall wieder hochgestellt und ja, ich habe jetzt ungefähr noch 10 Kilometer bis zum Checkpoint. Normalerweise, also früher war das so, wenn es am Sattel gelegen hat, dann wurde es relativ schnell besser. Das heißt, ich habe jetzt noch
10 Kilometer Zeit ausprobieren, ob es besser wird mit den Knieschmerzen. Und wenn nicht, aber so weitermachen macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe jetzt, heute bin ich gerade mal 67 Kilometer weit gefahren, ungefähr 550 Höhenmeter, also nicht wirklich viel, und wir haben schon 1:30. Ich komme also überhaupt nicht vorwärts. Okay, schauen wir mal, vielleicht wird es ja besser. Es ist 2:30, ich bin am Checkpoint 1 angekommen, bei Kilometer 490. Ja, das Sattelhöherstellen hat bisher noch nicht so viel gebracht, also ich habe nach wie vor Knieschmerzen. Und ja, am schlimmsten ist es, auf- und abzusteigen vom Rad her. Das sind, manchmal komme ich kaum runter vom Rad, so schlimm ist das. Ja, ich habe jetzt mal gefragt, der nächste Abschnitt, ja, geht erstmal flach weiter, 25 Kilometer lang. Und danach, ja, kommen wieder ein paar Anstiege, aber nicht allzu viel. Und vor allen Dingen alles fahrbar. Also keine irgendwie Felsen auf der Strecke, wo man auf- und absteigen muss, weil das ist echt das Schlimmste für mich gerade. Und ja, ich werde versuchen weiterzufahren. Weil aufhören kann ich immer noch. Ja, wenn man aufgehört hat, dann bereut man das auf jeden Fall. Das mache ich erst, wenn es gar nicht mehr geht. Da vorne soll es auch eine Apotheke geben. Da oder da, ich weiß nicht genau. Ich werde nochmal fragen. Da werde ich mir eine Salbe kaufen und meine Knie einschmieren. Vielleicht hilft es ein bisschen. Ja, alles probieren, was geht. Alles probieren, was geht. Ja, ist in der Bar hier. C2Peak Checkpoint. Frederik? Ja? Yeah. Der Organisator, ja, hier vorne hängt auch eine Karte, wo die ganzen Leute drauf sind, die ganzen Tracker drauf sind. Ja, ist nett, ja. Ich habe hier ein Bier bekommen, eine Wurst bekommen. Und jetzt werde ich aber weiterfahren und gucken, wie das funktioniert. Ja. Yeah, yeah. On the right, yes. And here, uh-huh. First rond point, yeah. And it's here, the oh, church, okay. Okay. And the pharmacy. Okay. Aus der Stadt bin ich wieder raus. Ja, ich habe da eine Bäckerei gefunden. Die hatten ganz leckere Salate. Auch ein Obstsalat war dabei. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist so, wir haben jetzt 6:30. Ich bin bei Kilometer 115 für heute. Ja. Ich muss sagen, also wenn ich so eine halbe Stunde nichts gemacht habe, Pause gemacht habe, dann kann ich die ersten 5-6 Kilometer einigermaßen gut, also auch nicht 100%, aber einigermaßen gut fahren. Und danach fangen die Schmerzen wieder an. Also ich werde mir heute auf jeden Fall früh einen Schlafplatz suchen, ab 7:30, 8:00. Sobald ich da was Gutes finde, halte ich an.
Und da werde ich heute längere Pause machen, längere Nachtruhe machen. In der Hoffnung, dass es dann morgen wieder besser geht. Situ Peak. Also so viel reicht man Französisch, dass man sich hier bedienen darf. Das nehme ich natürlich gerne an. Dieser kleine Stand eben, der hat meine Laune richtig hochgehoben. Also ich habe mich wirklich darüber gefreut, wo ich jetzt ja nicht wirklich Durst hatte oder Hunger hatte. Aber ich finde es einfach ja eine prima Sache. Und wenn jemand vorbeikommt, da vielleicht auch nachts, der Wasser braucht oder vielleicht nochmal so einen kleinen Energieschub, der freut sich darüber riesig. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Klasse. Es ist 20 nach 10, ich bin ja in der nächsten größeren Stadt angekommen und wollte jetzt eigentlich nur was essen und ein Bier trinken, aber die Stadt ist komplett ausgestorben. Ich habe jetzt eben schon bei der Pizzeria mal geschaut, die ich gefunden habe, aber die geben mir auch nichts mehr zu essen, die machen nichts mehr. Aber was anderes habe ich jetzt auch nicht gefunden. Alles zu hier. So, ich melde mich jetzt nochmal. Ja, ich glaube, ich habe einen guten Schlafplatz gefunden. Das ist jetzt wieder so ein Feld. Relativ frisch abgeerntet, wie letzte Nacht. Und hier habe ich einen schönen Strohballen gefunden. Und da werde ich genauso wie gestern ja mein Fahrrad umlegen und meinen Unterweg plane als ja, Tarp benutzen. Und dann denke ich, sollte das funktionieren. Ja. Ich bin bei Kilometer 563, das heißt, heute waren es doch noch 150 Kilometer und Höhenmeter habe ich 7200, das heißt, ich bin heute 1400 Höhenmeter noch gefahren. Ja, was soll ich sagen? Meine Knieschmerzen sind so gut wie weg. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es daran liegt, dass ich ja den Luftdruck am Hinterreifen verringert habe und ich deswegen ja gar nicht oder kaum heute im Wegetritt gefahren bin. Oder ob einfach diese Schmerzcreme, dieses Schmerzgel so geholfen hat. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ich bin fast beschwerdefrei. Also ich kann jetzt natürlich kein Wiegetritt fahren. Auch die ganz steilen Anstiege habe ich heute geschoben. Aber ich kann auf jeden Fall wieder fahren, ohne dass ich nach 5 Kilometern absteigen muss und gar nicht vom Rad komme, wie es heute Mittag der Fall war. Also muss ganz ehrlich sagen, heute beim Checkpoint 1, wenn der Francis mir nicht zweimal bestätigt hat, dass ja heute eigentlich fast alles fahrbar ist,
Ich glaube, ich wäre heute ausgestiegen. Ja, ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und vor allen Dingen, ich bin noch froher, dass mein Knie wieder... Ja, es ist noch nicht ganz in Ordnung, aber es wird. Es wird. So, ich baue mein Lager auf. Und... Ja, dann würde ich sagen... Gute Nacht und bis morgen.